Was tut ich wohl?
Steinreich und ein Fantast dazu. Für ein Mädel hat
erai mal, die Straße von der Ruda bestreuen lassen mit 3000 Schäfen Zeugs, weil die Athleten fahren wollen mitten im August. Ich habe deine Großmut appelliert und hab von der Bella ein Bild hineingelegt, im stahlblauen Ballkleid mit Schwanenbesatz. Ich hab mir gedacht, vielleicht kommt doch hier, denn nur wie ist und heirat das Liebe. Oh Gott, mein schönes Kind mit deinem alten Mann! Es muss ein so lieber Bewerber daher, weiß sonst keinen Ausweg. Nein, unser Kandel noch weniger. Singt uns auch auf ihre Schlösser. Du wirst gefoltert, ich würde kommen, das Haus. Und die Mädel. Singt damit Trompeten halten. Wir sind nicht in der Lage, zwei Kante zu erhalten. Nun aber will nun hier das kommen sein. Sie macht der Glück. Versetz die Smaragdfloss und gib mir das Geld. Was? Hast du nicht mehr? Versetz, verpfändet! Schon vorige Woche. Sie war das Letzte. Verschwinde Sie! Ich brauche nichts! Jetzt setzen Sie sich hin und fangen wieder an zu spielen. Und alle Sonne ist verlorene Zeit. Ein Herr. Sie sagen, ich bin ausgegangen. Das Zeug dorthin. Das ist ja keine Rechnung. Melden sich die Lieferanten jetzt schon mit Visitenkarten an. Mandrikan! Der reiche Kerl, mein bester Freund im Regiment. Der Herr bringt an. Ich lasse bitten. Sie
Herr Graf, der Schreiber dieses Briefes, er ist ein bisschen blutig worden und nicht mehr leserlich. Ich bin den Tag, wo mir zugekommen, auf eine alte Wehrin gegangen. Sie hat mich angerochen und ein bisschen gekratzt. Dabei ist das passiert. Geschrieben habe ich allerdings an einen Herrn ihres Namens. Schöne Fräulein mit dem Gesicht wohnt hier. Herr Graf, Sie haben Ihren werten Brief der Kameradschaft nicht an meinen Onkel gerichtet war. Sie haben dieses Wildnis beigelegt. Ach ja, die Fotografie meiner Tochter Arabella. Die gnädige Tochter ist unvermählt. Doch unvermählt. Und ihr seid nicht verrückt. Zeit noch nicht, dann bitte ich um ein Gespräch von 5 Minuten. War ich so unbescheiden sein und eine Frage stellen? Du bist der Neffe und Erbe meines teuren Kameraden. Verfüge über mich. Ich danke sehr. Als in dem Brief an meinen süßen Onkel das reizende Porträt des Fräulein Tochter hineingeschlossen wurde, darf ich annehmen, dass da eine Absicht im Spiele war. Ich bitte um Vergebung. Mein Gott! Ich hab mir halt gedacht, ich mach da mit den Beuten einen Spaß. Dem Onkel einen Spaß! Oh,
hätte so gesagt, dann hätten wir uns in einer unerwarteten Situation befunden. Der Onkel ist dahin, bei bin ich, der Mandrika, wie man sonst. Stunde nimmt mich die alte Bärin in die Arme. Und bringt ja vier von meinen Rippen ein. 12 Wochen bin ich so im Bett gelegen. Vor meinen Augen dieses Bild. Und ein Gedanke immer stärker, bis er die Seele hier herausgezogen hat. Meine Verwalter, was ist mit unserem Herrn? Kommen die von den Meierhöfen, was ist mit unserem Herrn? Kommen die von den Fohlenhöfen, freut unseren Herrn kein Vierke. Kommen meine Förster, freut unseren Herrn kein Jage. Ich geb ihnen keine Antwort, welch ruf ich von ihren Juden? Der Meister Jodin, sie seck, der meinen Wald will kaufen. Doch den Eisbahn, wir mit ihm, und er soll Geld mitbringen. Morgen fahre ich in den Geist aus seiner Haus, ein kostet Geld, ein jeder Atemzug. Und dann ist der Gast, ich lieb, aus dem Rauchwald. Was ist der Wald? Es war ein schöner Wald. Einzig da waren drin, Zigeuner waren drin, und alte Bierchen und Kohl. Meiner haben viele Trinker rauf. Als ich dachte, sind die Verwechseln von mir verwendet. Aber der Schweiner reichert mir noch auf meinen Wohnen. Als wir Kinder und Enkel ein solches Verfehlen. Verzeiht, als auf Gottes Willen, dass ich da so ungeheuer interessant. Gar nicht vielleicht, brauchst du vielleicht, so für den Augenblick, du tust mir eine Gnade. Der Scheck bedient dich. Mein Bankier ist nur verreist. Ich gebe es dir heute Abend spätestens zurück. Nicht mehr. Ich bitte vielmals, aber doch, der Scheck verdient dich. Und wann wird's dir genehm sein, mich deiner Gräfin vorzustellen? Der gnädigen Tochter, ich bin gleich da im Nebenzimmer, wissen Sie sehen, ich Lust, ich kenn dich vor. Jetzt, so, ich bitte nein, auf keinen Fall. So schüchtern war der Onkel nicht. Das ist ein
wann ich mich präsentieren darf. Am Nachmittag oder Abend oder wann es wird beliebt. Die ganze Zeit, so zieh mich endlich ein, dann rufe
endlich immer eine halbe Stunde zu spät. Oh, Waldner, wenn du meine Hand so drückst, werde ich drei Tage lang keine Karten halten können. Jetzt komm, ich stell dich vor, was ist denn so lieb? Dort steht er, findest du ihn elegant? Hab ich zu viel gesagt? War ich und noch nicht gut.
halber Bauer, bei mir geht alles langsam, aber stark. Das ist ja gleich so schön wie Sie. Meine Gefahr ist in Ihren Zügen, sich einzubringen in die Seele, wie weit es passt. Von den einfachen Menschen, den Wäldern und Wäldern umgeben, ist eine solche Gewalt sehr groß, und er wird wie ein Träumer, wie ein Besessener, und wie erschlossen ist, so muss er handeln. Gräfin, ich habe vergessen, wie anderswo die Welt ist. Wir sind nicht meine Wälder, Felder, Sie müssen verzeihen meine unschicklichen Reden, womit ich Sie hindere am Tanzen. Darf ich jetzt stehen und um eine Walze bitten? Ich möchte mit dem Herrn da noch ein bisschen reden, wenn er vielleicht sich wieder niedersetzen will.
führst du ein Mädchen auf den Dörfern einem Meinigen. Du müsstest mir zum Brunnen gehen hinter deines Vaters Haus und klares Wasser schöpfen, einen Becker voll. Und wir ihn reichen
brauche nicht ein einziges Wort an mich zu richten. Darf ich? Sie dürfen, ja, Sie dürfen alles, was Sie wollen. Der Ball begehrt nach seiner Königin, die Minister und der Bianchi. Ich muss
Geschick und war wie schul. Er einen Tisch, wir wären zu vieren. Es ein Champagner, empfehlen Sie sich.
Thank you.
Wissen, Jura, Welcome! Die
gnädige Fräulein suchen in dem Saal. Was ihr gefunden in der großen Wiener Stadt, wird sie zu finden wissen in der Tanzhütte dahier. Und bitte sie hierher, wenn sie die Gnade haben will. Ein solcher süßer Schnabel muss auch was Süßes trinken. Da wäre ein Bier für eure Gnade. Wie da mein Schlüssel drin ist. Wie? Ein Schlüssel? Wer, Herrgott, hat diesen Gesicht? Heute sage ich Ihnen gute Nacht. Ich fahre nach Haus. Von morgen an bin ich die Ihrige. Ein kleines A statt einer Unterschrift. Nicht einmal Ihren Namen steht auch nicht dafür. Für einen Wimpel, einen aus dem neuen Gebrauchenen. Sie muss ja Abschied nehmen von der welchen Zeit. Doch wir brauchen Sie die ganze Zärtlichkeit. Sie hat jetzt keine Zeit für zärtlichere Unterschrift. Ob sie ganz so ist, nur damit wir uns beruhigen.
zwei Worte noch beginnen. Warum wirst du die Güte haben, uns zu begleiten? Es wird eine ganz besondere Ehre sein. Wir spielen augenblicklich weiter im Hotel, sobald das kleine Missverständnis da beseitigt ist. Die Herren und Damen sind ein Zweilein meiner Gäste. Thank you.
Missverständnisse geblieben sind. Ich frage dich, mein Kind, wo kommst du her? Hat der Herr Leutnant dich vom Ball nach Haus begleitet mit deiner Zustimmung? Nichts zu
sagen. Aber wirklich nichts, dann fragst du ohnehin schon, weißt, Papa, seit heute Abend. Oder weißt du etwa nicht? Da bin ich sehr erleichtert. Also bitte, es ist nichts vorgefallen. Aber gar nichts, schwamm drüber, über alle Aufregung. Und gute Nacht, ich bitte dort hinein, wir spielen sofort weiter. Ich werde helfen, so will der Held und guter Wille helfen kann, vertuschen diese hässliche Komödie. Da ich die Rolle nicht geeignet bin zu spielen, die Sieben haben so gedacht, mein Fräulein. Nein, nein, ist das möglich? Wie kann das möglich sein? Oh, wie kann sie so verhandelt im Himmel ist, haben sie bemüßt, zu verzeihen? Er muss mich nehmen, denn ich kann verzeihen. Leider scharfe Augen, ich wüsste kaum sein, und hab leider gute Ohren, ich wüsste schwach im Kopfe sein, dann vielleicht, dass ich das Individuum nicht erkennen könnte und nicht verstünde, was hier für ein Spiel gespielt wird bei der Nacht. Mein Herr, wenn Sie hier jeden Höfer wegsitzen, ein kleines Wort vor ihm noch auf der Zunge? Nein, keines, außer, den Rechten hat sagen wollen, die diese Nacht verliehen hat. Versuchen Sie, vielleicht zu Ihnen ganz allein, wird er ein Wörtel drüber sagen. Haben Sie vor diesem noch etwas zu sagen? Nein. Ich gratuliere Ihnen, Herr Leutnant, zu Ihrem Glück bei schönen Frauen und Ihrer Diskretion, die beiden sind gleich groß. Hast du gemacht? Afrika, dafür ist so genug, und wir gehen. Was mit den Pistolen, was verkauft man an der Lande? Ich werde mir andere zu verschaffen wissen. Ach, all
schuldiger. Ich nehme jeden Tag zurück und jeden Blick. Missfolgt hat man alles, ich habe nichts von dem gemeint. Was sie zu hören glaubten, wenn jemand sprach, was ihr verdient, so bin ich's. Ein Pumpen und drei Burschen wiederum in einem Atem. Das war zu meiner Zeit gebraucht bei Offizieren. Der junge Mensch, wer nimmt sie Kraft, wie möglich? Es wäre an der Zeit, dass sie auf ihm ein bisschen Rücksicht nehmen täten. Schönes Kind, gestehen Sie mir die Wahrheit, mir allein. Es ist Ihr Liebhaber, ich werde alles tun. Sie können sich auf mich verlassen, Arabella. Soll kosten, was es will. Ich brauche Säbel, zwei schwere Säbel, scharf geschliffene, sofort hierher. Und einen Doktor lasse aufwecken, sonst brauche ich nichts. Dort ist der Wintergarten. Wir werden ohne Zeugen schon alles zu Ende bringen. Die Herrschaften vielleicht gestattet uns allein zu bleiben bis dahin. Papa! Mama! Heißen? Er ist mal wieder dieses Fischer. Ich hab doch das Gesicht schon heute wo gesehen. Er zeigt mir alles Mut, ich hab es gut. Ich schäme mich vor. Ich sterbe schon. So lass ich fort, was so ein anderer tut, muss ich drin leben. Ach, dann werde mal auf mir verzeihen.
euch in Boden sinken. Wie sollt ich jemals mir verzeihen können, wo ich mir selber nicht verzeihen kann? Es vis-à-vis. Die Sache geht allein den Vater. Oh, Roll!
Was ist verdient auf dieser?